Ganz kurze Anmerkung, nur dass ihr euch nicht wundert. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Video aufgenommen habe. Also ich glaube, das ist so 1, 2 Monate alt. Und es war auch lange in meinen Entwürfen, weil es einfach super chaotisch ist. Aber ich lade es einfach trotzdem hoch. Auf jeden Fall habe ich es leider nicht mehr geschafft, ein Weihnachtsvideo zu machen. Deswegen wünsche ich euch hier einfach jetzt frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr verbringt eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Freunden. Und ja, ganz viel Spaß beim Video. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, diese Unordnung da hinter mir übersehen wir jetzt einfach mal. Wir tun so, als würde die nicht existieren. Da stehen überall so halb aufgesattelte Pferde rum. Habe ich das hier eigentlich schon ausgelevelt? Bestimmt noch nicht. Weil das ist das Pferd, wo ich hoffe, dass es nicht ausgelevelt ist, weil ich es weiter reiten möchte. Perfekt. Aber mindestens genauso cool ist das Pferd, was ich heute reite. Ich liebe dieses Pferd. Ah, ich habe gerade ein Outfit drauf gemacht und ich werde das jetzt anfangen zu leveln. Es ist so wunderschön. Ich habe auch überlegt, ob ich so einen Sattel quasi in dem gleichen Farbton wie das Pferd drauf machen sollte. Aber ich war mir nicht sicher, ob das passt. Jetzt habe ich sowas hier drauf gemacht. Auf jeden Fall, dieses Pferd ist so süß. Schaut euch allein diesen langsamen Galopp an. Und den Trab. Oh mein Gott. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal schnell Stallhilfe kaufen. Obwohl mein Pferd sogar relativ versorgt ist. Aber dann geht das trotzdem besser mit dem Leveln. Ja, und dann erkläre ich euch mal, was wir heute in dem Video machen. Oh, ich habe es vergessen zu sagen. Nicht nur herzlich willkommen zu einem neuen Video, sondern auch zu einer neuen Folge Level Talk. Ups. Ja gut, ich bin ein bisschen lost. Auf jeden Fall, kennt ihr vielleicht, das ist inzwischen schon echt lange her, das ist glaube ich ein Jahr her oder so. Auf jeden Fall kennt ihr vielleicht, ich weiß gar nicht, ich glaube das war ungefähr so Folge 3, 4, 5, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, mein Video, wo ich auf Star Stable Memes reagiere. Moment, ich will das kurz, Moment. Level Talk Folge 3, ja genau, ich war nah dran. Die ist auf jeden Fall schon ein Jahr her, was irgendwie sehr krass ist. Ich kann das gar nicht realisieren, dass ich inzwischen schon fast 2 Jahre YouTube mache, weil es kommt mir so vor wie, keine Ahnung, ein paar Monate, aber gut. Auf jeden Fall habe ich seitdem auf Instagram immer wieder witzige Memes gesehen oder zugeschickt bekommen und habe die gesammelt und das heißt, ich werde heute nochmal auf Star Stable Memes reagieren. Und was war das da gerade? Habe ich mir das eingebildet oder ist sie von ihrem Pferd immer wieder runter und wieder drauf? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist ihr Outfit cool. Golden Hills Valley, war ich schon lange nicht mehr. Habe ich Lust, also auf den Golden Hills Valley Stall, nicht Golden Hills Valley Wald. Valley, Valley, lol. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Also, ob ich die irgendwie übersetzen soll, weil die sind, glaube ich, alle in Englisch. Aber ich glaube, das versteht man eigentlich so. Ja, genau. Warum renne ich vorbei? Hallo? Hilfe? Okay, das erste Meme beschreibt gefühlt mein Leben. Da würdet ihr mir, glaube ich, auch alle zustimmen. Also, wenn Star Stable ein neues Pferd rausbringt. Ich bin halt wirklich immer sofort so, meins. Mir gehört das jetzt. Ich brauche das sofort. Das ist, keine gute Eigenschaft, weil ich sollte, finde ich, erstmal, weil ich kenne viele Leute, die das machen, die überlegen sich erstmal so, das Pferd und so. Dann schlafen sie ein paar Nächte drüber und überlegen, möchte ich das Pferd wirklich haben. Aber wenn ich mich in ein Pferd so schockverliebe, dann kaufe ich das auch am gleichen Tag, wo die rauskommen. Und witzigerweise ist es dann so, also ich entscheide mich dann so für ein paar und bei ein paar bin ich dann manchmal so, vielleicht kaufe ich die später noch. Aber ich kaufe eigentlich fast nie später noch Pferde. Sehr komische Eigenschaft, aber ja. Okay, das nächste Meme geht darüber, dass die Haustiere genauso viel oder manchmal teurer oder was weiß ich was als die Yorvik Ponys sind. Und darüber müssen wir wirklich mal reden. Ich habe das in irgendeinem Video, ich glaube in dem Halloween-Video schon angesprochen, als die, ich weiß nicht, die Raben oder so, da waren, die halt echt teuer sind. Und einige haben mir dazu gestimmt, aber ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe einen Kommentar irgendwie auch gesehen, dass es, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Argument war, aber trotzdem, also ich meine, man muss sich mal die Verhältnisse anschauen und so. Ich meine, klar, brauchen Haustiere auch viel Arbeit und so, aber ich finde, das ist wirklich was, wo Star Stable uns wirklich abzieht, weil das Spiel ist ein Spiel, um hier Dings, hallo, Pferde zu kaufen, Pferde zu reiten, darum geht es. Und klar, keiner wird dazu gezwungen, Haustiere zu kaufen, aber es ist trotzdem schon, finde ich, ein bisschen heftig, die so teuer zu machen, dass die teilweise mehr kosten als irgendwelche Ponys. Ey, ich liebe das Pferd, es ist so schön. Ey, das nächste fühle ich auch so krass. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video angeschaut habt zu dem, wo ich alle Updates um 5 Uhr morgens, glaube ich, war das, nachhole. Das Ding ist, früher, also ging mir das schon mal immer eine Zeit lang so, aber dann eigentlich
eigentlich ganz 2020 war ich eigentlich nur am Star Stable spielen und auch Anfang 2021 noch ein bisschen. Also wirklich jeden Tag, den ganzen Tag. Und dann hat man sich natürlich immer auf Mittwoch gefreut, war übelst hyped und so. Aber inzwischen habe ich einfach nicht die Zeit, so oft online zu kommen. Dann bin ich manchmal so, heute ist Mittwoch oder Donnerstag. So, heute oder gestern kam Update raus. Und dann schaue ich meistens sogar, weil es mich interessiert, irgendwie in die News-App oder so. Aber dann ist es manchmal einfach nur so ein, was weiß ich was, ein neues Rennen. Dann bin ich so, muss ich da jetzt wirklich, also lohnt sich das dafür, online zu kommen? Und dann häufen sich halt die Updates. Ey, die sind alle wirklich so relatable. Das nächste ist einfach wegen Championatsabkürzung und ja, auch Highscore-Rennen. Es hat halt wirklich so viel Arbeit gemacht für die Highscore-Rennen habe ich jetzt nicht so viel Abkürzung gelernt. Doch für ein paar auch, aber vor allen Dingen für Championate. Also ich weiß noch, wie ich mich irgendwie, ja, früher und aber auch Anfang 2021, also Anfang dieses Jahr, noch ein paar Mal für die Rennen, die ich nie wirklich gedingst habe, also New Hillcrest und Golden Hills, wirklich tagelang, Stunden rangesetzt habe und die Championate geübt habe. Und es hat halt wirklich so viel Zeit gekostet, diese Championats-Dinger zu lernen. Und das Blöde ist, dass ich erstens zurzeit keine Championate reite und es ja auch immer sein kann, wie zum Beispiel bei dem Silverglade-Rennen, dass die Strecken geändert werden und das Neue, davon kann ich die Strecke überhaupt nicht. Und es ist eigentlich wirklich krass, wie viel man dafür trainiert. Aber es ist halt auch das Einzige so in Star Stable, was man immer machen kann, so Championate reiten. Ey, das nächste, davon habe ich noch so viel ähnliche gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das eine noch hin ist. Das hatte ich mir eigentlich auch gespeichert, aber ich finde das nicht mehr. Und zwar geht es alles darüber, dass die neue Reithalle einfach so der helle Punkt in ganz Silverglade da ist, also Silverglade Landgut und sowas. Und zweitens der schönste Punkt, beziehungsweise schönster Ort. Also erstens ist die Reithalle so hell und, also ich weiß nicht, irgendwie, also die Reithalle ist richtig schön, die neue, aber sie passt da nicht ganz rein, weil das Landgut halt noch sehr alt ist. Ich hoffe aber, also da bin ich irgendwie so kann mich nicht entscheiden, weil ich hoffe irgendwie auch nicht, dass sie das Landgut so schnell ändern, weil irgendwie erinnert das einen schon so an die ganz alten Star Stable Zeiten. Also klar, es wurde auch ein bisschen neu gemacht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ja, die Reitarena ist irgendwie richtig random. Die steht da unten einfach und ist so ein einfach so ein heller Klotz, der da rumsteht. Wo will ich als nächstes? In Moorland. Ich weiß nicht warum, aber ich finde dieses Bild von diesem Fisch so witzig. Und es stimmt einfach. Also kennt ihr das, wenn ihr irgendwo denkt, ihr werdet schneller, wenn ihr irgendwo durch irgendeinen Fluss oder durch irgendeine kleine Ecke von, keine Ahnung, Valdelsee oder so springt und ihr einfach jedes Mal failt, weil euer Pferd nicht so lange schwimmen kann und ihr dann immer wieder an der Seite landet, wo ihr losgerannt seid und ihr spart damit halt absolut keine Zeit, sondern man investiert noch Zeit. Und man denkt sich jedes Mal so, yo, ich bin einfach irgendwie zu früh abgesprungen, wenn ich später abspringe, dann schaffe ich es vielleicht nächstes Mal und dann probiert man es irgendwie 100 bzw. 250 Mal und man schafft es trotzdem nicht. Das arme Pferd auf jeden Fall. Das wundert mich eigentlich, weil wenn man irgendwo runterfällt, verliert das Pferd ja Gesundheit und wird irgendwann ja abgeholt. Beim Ertrinken ist es ja aber nicht so, oder? Seltsam. Ey, das nächste, ne? Ich sag das zu jedem, aber ich fühle das wirklich noch krasser als alles andere. Zurzeit level ich ja nicht so, aber eine Zeit lang, wie gesagt, 2020, wo ich den ganzen Tag Star Stable gespielt habe, habe ich einfach Musik gehört und gelevelt. Und es ist halt wirklich so, man tut sich da so ein Musikvideo dazu vorstellen und immer wenn halt, man springt halt so auf den Beat oder wenn halt irgendwas sich im Lied wechselt, dann springt man halt. Aber wenn das genau passt, ist das so satisfying. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich liebe das. Ich liebe das, mit Musik zu leveln. Es gibt nichts Cooleres. Okay, das nächste bezieht sich auf das, wie heißt das, Tiere zusammentreiben, Tiere sammeln auf der Starshine Ranch. Und es gibt ja immer vier Tiere und das geilste Gefühl ist wirklich, wenn es alles irgendwie sowas wie die Fohlen oder die Hühner. Am besten sind die Fohlen, weil dafür braucht man auch kein Ding oder so. Bei den Hühnern braucht man ja immer dieses Futter. Und wenn die dann sogar noch an einer ähnlichen Stelle sind und man dann die nicht ewig suchen muss, das ist so nice. Aber das Schlimmste ist wirklich, wenn irgendwie eine Kuh oder ein Schaf dazwischen ist oder das sogar nur aus Kühen und Schafen besteht. Weil es dauert so viel länger, die zusammenzutreiben und ich hasse das, weil die Gangart von dem Pferd, die man gerade hat, zum Beispiel so der Galopp, es ist immer zu schnell oder zu langsam. Aber gut, das soll auch die Herausforderung daran sein, aber
Es ist echt nervig. Ey, das Outfit mit dem Fjordpferd ist so nice. Jetzt will ich auch dieses... Warte, habe ich das nicht? Ein Zeichen dafür, dass ich viel zu viel Pferde habe. Ich kenne mich nicht mehr aus. Okay, das nächste. Ihr wisst ganz genau, weil ihr seid eigentlich jedes Mal dabei, wenn ich ein Pferd kaufe, weil ich eigentlich jedes Mal dann ein Video mache. Und ich bin einfach wirklich diese Katze, weil ich wirklich... Es nervt mich jedes Mal so krass. Ich denke mir immer so einen richtig nicen Namen aus. Ich bin da auch an sich nicht unkreativ, auch wenn ich das immer sage. Aber ich habe manchmal so Geistesblitze für so nice Namen. Aber dann gehen die einfach nicht, weil so viele Namen fehlen, obwohl jetzt schon extra Namen dazugekommen sind. Und dann kriegen meine Pferde halt immer so unkreative Namen wie Fangirl. Obwohl ich das letztendlich dann auch cool finde. So. Aber Namen geben bringt mich wirklich einfach fast jedes Mal zur Verzweiflung. Okay, das nächste Meme ist wegen dem Trend, dass irgendwie jeder auf den Idris geiert. Erklärt es mir bitte. Wirklich, also inzwischen ist es schon ein bisschen abgeebbt, aber als der neu rauskam, hat jeder über nichts anderes als über Idris geredet. Und ich sehe das jetzt auch noch richtig oft in meinen Kommentaren. Deswegen sagt mal, was findet ihr an dem krass? Seine Handschuhe? Wahrscheinlich nicht. Sein 3 Tonnen Hagel? Wahrscheinlich auch nicht. Okay, das nächste Meme ist wegen dem Global Chat. Und das ist... Der Global Chat ist so witzig, weil jedes Mal, wenn ich reinschaue, ist halt wirklich entweder Roleplays oder Clubsuche oder Spam. Es gibt eigentlich wirklich nur diese drei Möglichkeiten. Schauen wir mal, was jetzt da drin steht. Okay, das ist eigentlich fast noch witziger. Suche Konkurrenten für Wettrennen. Ich gewinne gegen jeden, sowieso. Wer anderer Meinung ist, bitte melden. Super geil. Ja, Club. Ist das? Ja, das ist ein Roleplay. Okay, mindestens eins ist immer drin. Okay, zum nächsten Meme. Das kann man eigentlich auf alles beziehen, also nicht nur auf die Halloween-Dinger, sondern, keine Ahnung, Juleböcke, Hufeisen, was weiß ich, es alles zu finden gibt. Ganz früher war ich auch immer die Person, die sich andere YouTube-Videos angeguckt hat, um halt herauszufinden, wie man oder wo man die Sachen findet. Ich weiß noch, diese Spinnen oder so habe ich alle mal in einem Tag gesammelt, weil ich mir so ein Video angeguckt habe. Dann war ich, weil ich mit YouTube angefangen habe, die Person, die anderen Leuten das gezeigt hat, zum Beispiel diese Erinnerungen, weiß ich noch, habe ich mich dumm und dämlich gesucht, in so einem krassen Stress, damit ich möglichst früh diese Videos hochlade wohl. Ja. Aber das war auch eins der ersten meiner Videos, was actually wirklich mehr als 10 Leute angeschaut haben. Von daher, ja, beste Zeit. Ich kann, wie gesagt, nicht glauben, dass es fast 2 Jahre her ist. Oder 1,5, aber trotzdem. Und ja, was ich sagen wollte, zurzeit bin ich eher wieder die Person, die sich die Videos anschaut, um das zu finden, weil ich einfach irgendwie nicht die Zeit habe, das selber zu suchen. Auf jeden Fall ist YouTube wirklich, wie gesagt, eigentlich der beste Ort, um sowas, wenn man irgendwas sucht, herauszufinden, weil es gibt viele gute Videos, wenn man irgendwas sucht. Okay, das nächste ist wirklich auch mal eine Sache, über die wir reden müssen. Und zwar, dass es Essen in Star Stable für Spieler gibt. Also es gibt, warum tut mein Knie gerade so weh? Also in echt jetzt, mein rechtes Knie. Aua. Auf jeden Fall gibt es alles Mögliche an Essen für den Menschen. Es gibt, keine Ahnung, Geburtstagskuchen, es gibt Muffins und sowas. Aber man kann es einfach nicht essen. Kommt mir das nur so vor oder ist an Steve's Farm gerade voll viel los? Okay, was wollte ich sagen? Ja, also es gibt, man kann sich zwar ins Café essen und dann ins Café setzen, das Essen vor einem stehen haben, aber das war's auch schon. Und es wäre viel witziger, wenn der Charakter auch essen könnte und nicht nur das Pferd. Von daher ist das Essen wirklich einfach nur useless und man verbrennt eigentlich nur das Geld, was sehr schade und sehr unnötig ist. Also wer hatte die Idee, dass man keine Funktion dazu macht, wo man essen kann? Das macht gar keinen Sinn. Okay, das Vorletzte, das ist mir zum Glück noch nicht so oft passiert. Also das Einzige, was bei mir mal war, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Chili? Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwer ist aus unserem Club gegangen. Und also das war wirklich ein Ausversehen. Jetzt mal Real Talk. Ich schneide nämlich gerade das Video und ich habe wirklich Kopfweh. Ich laber wirklich durchgehend einfach nur Müll und kann nicht reden. Was habe ich gerade gesagt? Das war irgendwie... Was habe ich gesagt? Auf jeden Fall, das ist... Ich habe statt Versehen aus Versehen gesagt. Auf jeden Fall, ich verspreche mich die ganze Zeit und spreche so undeutlich. Ich bin so genervt von mir selbst gerade. Einfach spontaner Migräneanfall beim Videoschneiden. Und das war irgendwie auf der Ziellinie vom Championat. Und unser Clubleiter und so hat, glaube ich, deswegen irgendwie fast das... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war halt dann jeder geschockt oder so. Und sonst ist mir das bisher nur passiert, dass wir uns gegenseitig unter Freunden aus Spaß von der Freundschaftsliste entfernt haben, weil es lustig ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, was damit gemeint ist und ich glaube, dass das sehr viele als Entschuldigung nutzen. Okay, das nächste
Das ist dieses, wie heißt, ich weiß nicht mehr, hat das Baby einen Namen? Auf jeden Fall ist es das Baby von Ice Age. Ich glaube, die nennen das immer nur das Baby. Und angeblich sehen die Goldspur-Zwillinge so aus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich fahre da jetzt mal hin. Aber ich glaube wirklich, dass die ein bisschen so aussehen. Seit wann sind hier Bahnbuchstaben? Das ist ja richtig nice. Alter, nice. Wenn jetzt noch der Boden nicht so dunkel und erdig wäre, wäre das ja richtig cool. Aber die sind ein bisschen fett, ne? Egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, dass die so aussehen. Vor allem, dass die auch so mit den Händen machen. Warte, laufen die da hier oben rum? Die haben doch da immer Verstecken gespielt, oder? Oh mein Gott, ja, die machen wirklich so mit den Händen. Moment, 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 Moment. Kann ich ein Foto machen? Hallo? Oh mein... Oh, wer auch immer diese... Oh, mein Pferd sieht so nice aus. Wer auch immer... Der Schmetterling! Süß. Wer auch immer dieses Meme gemacht hat, ist absoluter... Ist ein absolutes Genie. Wirklich. Wie... Gut passt das bitte. Die Frisur, also dieser Topfhaarschnitt, dieses Gesicht, die Hände, alles daran passt. Oh mein Gott. Ey, ist das gut. Das ist so genial. Ich kann nicht mehr. Wie die gehen. Ist so witzig. Oh, mein Pferd sieht ein bisschen aus wie eine Kuh. Nicht nur ein bisschen eigentlich. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am lustigsten fandet und welches vor allen Dingen auf euch am meisten zutrifft. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Fangirl noch ein bisschen weiter leveln. Aber nicht zu viel, weil ich bin so obsessed mit diesem Pferd und ich will das nicht so schnell ausgelevelt haben, weil ich das sonst nicht mehr reite. Obwohl, dann kann ich es im Championat reiten. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!